wir probieren es. Kannst du alleine probieren. Ja, vielleicht habt ihr ja Glück. Vielleicht spielt der kleine Bruder von demjenigen. Nico ist heute so zuversichtlich. U2. Ja, ist eine gute Band. Ich schreibe jetzt ganz freundlich mit den Gegnern. Mal sehen, ob das hilft. Nope. Ey, das wird klappen. Das ist psychologische Kriegsführung, ja? Psychologische Kriegsführung. So. Also das Einzige, was du von solchen Spielern meistens dann bekommst, ist danke, dass ihr euch so schnell besiegt lassen habt. Aber... Ja, pass auf, wir fisten die gleich richtig hart, ja? Ja, ich lass mich überraschen. Bis dahin, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da und dann kommst du wieder nach Hause. Und falls sich jetzt irgendwer die Frage stellen sollte, hey, wenn der Typ auch StarCraft spielt, warum spielt er jetzt mit den Leuten nicht mit? Kann ich euch antworten, ich habe einfach keine Lust momentan auf Rangspiele. Hat keinen Bock auf die Fresse zu kriegen. Nee, habe ich auch nicht. Na, Noob! Noob! Ich krieg in letzter Zeit so oft auf die Fresse. Er spielt lieber Fun-Spiele, er spielt lieber irgendwie Tower Defense oder so, ja. Du nicht so schwuchtelig, das spielst du selber gern. Ich bin aber auch Rangliste. Guck mal, da steht jemand vor unserer Base. Was? Da. Also gerade schon Einheiten. Du Sack, du hast mit mir auch schon Ranglistenspiel gespielt, du Sack. Also komm mir jetzt nicht so. Guck dir jetzt unsere Basis an hier, der Sack. Hat er jetzt ja voll viel von gesehen. Ja, ne, wir haben voll viel und jetzt hau ab. Nee, weil ich meine, weil er wirklich nur so geguckt hat, so okay, Bunker und Kaserne. So ist er gar nicht reingegangen. Hat ihm was gebracht. Er hat schon zwei Kasernen, hehe. Pass auf, jetzt fest dich richtig hart, pass auf. Hab ich mich erschreckt. Hallo Schatz, wir nehmen gerade auf. Also wir streamen. Du streamst. Hä? Nein. Man sieht mich nicht. Dann kannst du noch so sehr mit meinen Brüsten wackeln, wie du möchtest, das wird keiner bemerken. Ja, ich bin ja dabei. Mein Freund bevormundet mich mal wieder. Okay, jetzt müssen wir eine produzieren. Ich glaube, die fisten uns gleich. Wer kommt da nicht mehr durch? Guck mal, hier steht unsere Basis. Was? Jo. Sag ich ja, da kommen schon Einheiten. Hast du denn noch keine? Nee, ich hab's versäumt. Wie, du hast noch keine Einheiten? Was sollen wir tun? Natürlich, hab ich jetzt. Das ist natürlich nicht zu clever. Ich weiß. Also noch 7 Minuten sollte man zumindest schon die ersten 5 haben. Alter Rico, halt die Fresse und mach's besser, ganz im Ernst. Halt die Fresse. Rompe. Rompe nicht ärgern. Ich sehe ja leider nicht, was du baust, sonst würde ich dir Ratschläge geben. Wenn denn ich hier. Fuck. Ja. Wir sind am Arsch.
Wundert mich ein bisschen, dass der Zerg nicht schon früher gekommen ist. Habe ich überhaupt irgendwelche Tasten gedrückt? Hey, ein Match verbleibend. Instant aufgeben. Wir können ja anhand der Profilfotos schon sehen, was die im Singleplayer für Dings haben. Ist egal, komm so oder so jetzt Bronze. Ich meine, also. Ich mein, das Profil würde sich auf den Singleplayer, das Profilbild auf den Singleplayer beziehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube schon. Was? Nee. Bronze und Silber. Das Profilbild, das bekommst du beim Multispieler. Nee, ich rede von dem Rand des Profilbildes. Ach so, am Rand. Oh, gut, zieht gut. Sich der auf den Singleplayer oder auf die aktuell gespielte... Das weiß ich leider auch nicht von den neuen Regeln. Weil die müssen ja nicht zwangsläufig beide die gleiche Liga sein. Es können ja auch random zusammengewürfelte Leute sein, die in unterschiedlichen Ligen spielen. Das stimmt wiederum, ja. Sonst brauchst du Silber, also... Hm. Was mich halt ein bisschen stutzig macht, dass sie sich, also dass sie gechoost haben, also dass sie sich die Einheiten ausgewählt haben. Und nicht auf Zufall gegangen sind. Das heißt, entweder spielen die, wollen die die Einheiten voll bekommen oder... Weil man bekommt ja auch verschiedenste Erfolge, wenn man 100 Spiele mit Zerg gewonnen hat oder ja. Mit Protoss oder sonstiges. Ich spiele deswegen immer Zufall, weil dann kriegst du für Zufall und für die Rasse, die du gekriegt hast, angerechnet. So, also Rico, was empfiehlst du mir jetzt mit der Rande zu machen? Also erst auf den Worker oder was sagst du? Also auf jeden Fall erstmal bis zu 9 Worker. Den 10. Worker machst mit dem 10. Worker machst du ein Depot und eine Baracke, also ein oder Einheitenbasis, ich weiß nie, wie die auswendig heißen, die Dinger. Und dann immer weiter Worker pushen. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Kaserne meinst. Danke, Kaserne, Entschuldigung, ja. Immer weiter Worker pushen bis 19. Ja, so viel brauchst du gar nicht, aber du brauchst auf jeden Fall mit der Zeit, also du solltest ab der, sag jetzt mal, 3., 4. Minute langsam nachdenken, ob du so eine Satellitenbasis baust. Wie heißt denn das? Kate, hilf mir mal. Satellitenzentrale. Planetare Festung. Danke. Nee, nicht Planetare Festung. Das daneben. So. Wegen den Mulen, oder was? Ja. Du kannst ja auch rein theoretisch mit der Satellitenzentrale kannst du auch deine Depots ausweiten. Also das heißt, du kannst die... erweitern, dass du eben mehrere Einheiten in einem einzelnen Depot hast. Das heißt, du brauchst nicht so viele Depots bauen. Auf jeden Fall so ab 3 Minuten 50, 4 Minuten sollst du zumindest schon mal angefangen haben, Einheiten zu bauen. Okay. Ja, ich bin momentan noch ein bisschen langsam, was sowas angeht. Du, das kenne ich, das kenne ich. Ich habe genau dasselbe Problem. Ich bin auch nicht der Schnellste bei StarCraft. Und ich bin auch kein Pro-Gamer, also ich habe die Tipps selber nur von Leuten erfahren. Aber ich hab das Problem, dass ich leider auch nicht immer wieder das richtig mache. Wo kommt der denn jetzt rein? Egal. Was sind denn diese Punkte, die der Mule kostet? Energie. Fuck. Ah. Oh. Der baut in dir. Wir können gehen. Cannon Rush oder was? Ja. Ich hab den nicht reinkommen sehen. Ja, seh's grad. Dann ist's im Arsch, ja. Cannon Rush sind so... Ich weiß nicht, das ist so eine Noob-Taktik. Ja. Die funktioniert. Sie funktioniert, sagt da keiner was, aber ich finde sie so feige. Das ist...
Heyo, Bronze, yay! Da, 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 Wer hätte da. das gedacht? Ich fühle mich schon wie zu Hause. Season endet am 3.1.14. Oh, man hat mal so viel Zeit, wa? Das Schlimme an der ganzen Sache, das machen natürlich viele bei so Rang-Games, dass sie halt wirklich versuchen, auf Bronze zu kommen, egal wie gut sie sind. Und dann machen sie, in Anführungszeichen, die Noobis halt platt. Das ist So so... kommt man ja auch schneller an seine Porträts. Ja. Ja, es kann nur noch positiv werden, also. Das auf jeden Fall. Was macht eigentlich der Chat bei uns im Stream hier? Zum Beispiel der Hutches, gegen den er jetzt spielt. Ich kann mir, also es kann mir keiner erzählen, dass der wirklich ein Bronzespieler ist. Wieso? Ja, das glaube ich nicht. Dafür spielt er zu oft. Level 86! GG. Und was hast du gesagt? Was haben wir im Stream? Was mit unserem Chat ist. Ob Achso, sich was tut. Ich glaube, ich bin der einzige Zuschauer. Ups, nee, da haben wir einen. Nick, still hier. Ich habe keine Nachricht von dir vorher gelesen. Sorry, lieber Manjin-kun. Ah, okay. Sorry, hab's jetzt auch kurz gesehen. Einen wunderschönen guten Abend an dich. Ich habe deine Nachricht irgendwie nicht gelesen. Tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Das mache ich nicht extra. Ich will ja nicht unsere Zuschauer vergraulen, weißt du. Ich habe euch doch alle lieb, Herzzeig. Und Cat natürlich auch. Ist ja ihr Stream. Ja. Oh Mann, ich will auch streamen können. Ich bin so neidisch auf dich, Cat. Ich mach schon wieder viel zu viele Einheiten. Ah, okay. Und wie bist du zu dem Stream gekommen? Mal so gefragt. Dass ich ein bisschen die Leute hier einbinde. Wahrscheinlich durch Rompes Werbung. Rompes Werbung? Nee, ich hab auf Facebook, Twitter, YouTube. Ah, so. Der Name sagt mir jetzt aber auch nix. Dann schreibst aber keine Kommentare, du. Ne? YouTube. Durch wem? Durch, also ich denk mal dann durch. Hä? Durch Cat oder durch mich? Wahrscheinlich durch mein Infovideo vorhin. Ja. Wahrscheinlich. Wir haben hier ne? drei YouTuber, also. Solltest du vielleicht etwas klarer ausdrücken. Ah, okay, durch Cat. Okay. Ja, und das sind übrigens der Rompe und der Rico, die ich im Infovideo erwähnt habe und da unbedingt mal Hi. Reingucken und so. Hi. Hi. Wo geht's denn runter hier? Ach, da. Ich will nicht oben sein. Ey, guck mal, das ist ein Zirkel in meiner Basis. Das heißt, du bist ein treuer Cat-Abonnent. Wer um die wie Uhrzeit noch Infovideos von mir guckt, der muss treu sein. Na dann herzlich willkommen, Freud, Cat, dass du da bist. Ich hoffe, du verzeihst uns, dass wir so scheiße spielen. Was mach ich da? Doch, 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 das wollte ich machen, genau das. So, und dann wollte ich genau darauf warten und dann wollte ich, Mann, ich bin langsam für das Spiel. Spielst du selbst StarCraft? Oder hast du schon mal gespielt? Rico, mach mal den Unterhalter, dann können wir uns konzentrieren. Ja, ich... Nein, ich würde nicht noch eine Queen machen. Lass mal unsere Einheiten hier ich sammeln, Oberpro. Oder? Na, ja, okay. Wie lange spielst du schon StarCraft? Also, wir spielen noch nicht alt, also wir spielen nicht... Also ich spiele jetzt seit... 3-4 Jahren, aber hab glaube ich Spielzeiten mindestens 4 Stunden. Mindestens. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir das Spiel vor 2 Jahren wegen dem Trottel geholt. Hey! Vor 2 Jahren, Mann. Ja, vor 2 Jahren. Dann lag es irgendwie 1,5 Jahre auf meinem PC und ja.